Jetzt gibt es noch eine Kabinentour von mir. Ich weiß, viele kennen die natürlich schon, aber hier ist ein bisschen was verändert worden. So wie wir das kennen jetzt mal von MSC. Wir haben uns hier schon ein bisschen häuslich eingerichtet. Ey, das finden wir richtig gut, dass die jetzt hier 4 Jackenhaken haben. Könnt ihr eure Jacken aufhängen? Perfekt. Hat immer gefehlt. Ich hatte ja immer meine Haken dabei, wie ihr wisst. Also auf der AIDA Nova sind wir jetzt. Und das ist eine ganz normale Balkonkabine. Die hat nur noch den Zusatz mit extra viel Platz. Das heißt aber einfach nur, dass Bett und die Hochklappbetten und die Ehebetten ein bisschen anders angeordnet sind. Das heißt nicht, dass die viel größer sind als normale Balkonkabinen, weil das ist nicht so. Die können ein bisschen anders angeordnet sein. Das ist alles so. Dann haben die hier so eine Glastür reingemacht zum Bad. Und da gehen wir jetzt mal rein. Also ist alles sehr, sehr modern. Überhaupt das ganze Schiff ist einfach ein Superlativ ohnegleichen. Also wir waren ja gerade essen und kommt dann auch noch. Das Essen im Fuego. Wir waren natürlich heute schon hier. Die Kinder holen sich gerade ein Eis. Das Softeis im Fuego schmeckt fantastisch gut. Ich habe es selbst probiert. Ich mag kein Eis. Das wissen alle, die mich kennen. Ich esse nur ganz selten Eis. Aber dieses Eis schmeckt hammermäßig. So, hier haben wir dann eine Duschkabine mit Glas an beiden Seiten. Ansonsten alles sehr schön clean, in neutralen Farben gehalten. Und hier so eine Abschlussleiste, da muss man ein bisschen aufpassen, die ist so ein bisschen erhöht, so 1-2 cm, also drüber steigen am besten. Toilette, und es sind genug Ablagen da. Toilettenpapier ist genau in der richtigen Position, wenn man auf dem Dopp sitzt quasi, dass man es schön abrollen kann, weil nichts ist schlimmer, wenn du dich dann ewig verrenken musst, um irgendwie da dran zu kommen. Hier sind Ablagen, da sind Ablagen, das Waschbecken macht einen schönen Eindruck, beleuchteter Spiegel, das bin ich. Wir müssen gleich zur SNRÜ, zur Seenotrettungsübung, und die ist heute relativ spät, 21 Uhr, weil jetzt noch Passagiere einchecken. Wir sind ja schon heute früh um 10 ungefähr hier gewesen, seitdem mehr oder weniger rumgegammelt und noch ein bisschen geschlafen, weil wir ja 12 Stunden unterwegs waren, alles in allem. Wir sind ja von Leipzig geflogen. Und bis wir dann mal hier waren, das hat eben alles gedauert. Hier oben haben wir alles auf der Ablage, was wir so brauchen, von Sonnenschutzmitteln über Haarspray, Rasiergel und. Ich habe aber natürlich noch mehr in meiner Waschtasche da. Zahnputzbecher sind natürlich auch schon da, das wusste ich. Ich habe auch keinen mitgenommen. Ich hatte mir vorhin bloß einen Schluck Wasser hier genommen. Und ansonsten ist alles hier, was man braucht. Schön mit einer Edelstahlarmatur und auch wieder 4 Hänger für Handtücher oder Waschlappen oder was immer ihr braucht. Hier oben sind übrigens noch 2, und es ist Duschgel in der Dusche, und ich meine, auch bei MSC haben wir immer Duschgel und Shampoo gehabt. Hier haben wir jetzt nur Duschgel, aber wir haben natürlich Shampoo auch dabei. Ja, Handtücher gibt es hier oben dann, und wie gesagt, der Boden alles ganz gut ausgenutzt, alles super neu, super clean. Hier ist ein großer Spiegel, da könnt ihr euch dann anschauen, bevor ihr irgendwie rausgeht aus dem Zimmer. Durch drüben ist ein Kleiderschrank, da habe ich alles so reingepackt von mir. Ich zeige es euch mal schnell. Da sind die Schwimmwesten drin, also die sind normalerweise hier oben drin, aber wir brauchten den Platz, weil wir sonst nicht alles unterbringen. Bringen wir sowieso nicht unter, weil Madame hat wieder mal zu viel mitgenommen. Ach, jetzt kommen die Kinder mit dem Eis, glaube ich. Na, egal. Ach, da ist doch was. Schmier bitte das Eis nicht dran, Tamino. Ja, genau. So, und da habt ihr einmal Schauraum. Es sind viele Bügel da. Also es sind mindestens 10 oder 12 Bügel da. Wie schmeckt das Eis? Lecker. Sag's geil. Doch, ne? Hammer, oder? Wie auf dem... Ja, wir haben es probiert und haben die Kinder gleich hingeschickt jetzt. Und ich dachte, das ist geil, aber wir holen uns dann noch eins. Ja. Oh, lecker. Also kostenlos. Kostet nichts, schmeckt mega hammergeil im Fuego auf Deck 16. So, da haben wir einfach ein bisschen die Sachen reinsortiert, die wir haben. Teilweise in den Packing Cubes, teilweise ohne. Ich habe auch teilweise noch Sachen in den Koffern. Und hier ist dann noch ein Schrank mit Hängesachen. Wirklich, es sind Holzbügel da, eigentlich 10, 11 Stück. Das reicht für ein paar Kleider und Blusen. Hier sind so kleine Nachtschränkchen mit Lichtschalter. Und was noch ganz witzig ist, bei mir an der Seite gibt es jetzt eine Steckdose. Wolltest du was sagen, Schatz? Mit dem USB. Mit dem USB-Anschluss für Handyladen und. Genau, ich habe schon meine Ohrstöpsel da, weil ich nicht weiß, wie laut wird das heute, denn der öffentliche Bereich ist über uns, aber wir müssen einfach mal gucken. Jetzt ist mein Ding unscharf hier, Moment. Jetzt, genau, hier in die Nische kann man schön seinen Rucksack reinstellen oder was man mit hat. Und hier drunter habe ich halt noch so ein paar Sachen, die man halt ab und zu noch braucht. Powerbank, ein paar Tabletten noch, und der Große hat ein bisschen Halsschmerzen, da sind auch noch ein paar Lutschtabletten drin. Ganz süß gemacht mit der Lampe auch hier.
Ja, und dann haben wir oben ein Bett, unten ein Bett. Das wurde schon zerwühlt, alles beides. Aber wir haben heute Nachmittag schon ein paar Stunden geschlafen. Musste einfach sein. Was aber auch super praktisch ist, unterm Bett passen die Koffer hin, einer nicht, den habe ich erstmal dahin gestellt. Und ihr habt einen kleinen Sekretär, da ist auch ein Spiegel drin, wenn ihr das... Die essen, oh, das Eis, es riecht schon hier. So, kann man hier einen Spiegel aufklappen und kann man sich schminken, wobei ich es immer bevorzuge, den Spiegel da zu haben, damit das Licht auf euer Gesicht fällt. Aber ist natürlich Geschmackssache, das kann ja jeder machen, wie er will. Aber schön verarbeitet alles. Wie geht denn das zu? Habe ich was verkehrt gemacht? Ach, es geht von alleine. Telefon, da können wir die Oma anrufen in der anderen Kabine. Oma und Opa. Du brauchst jetzt nicht anrufen. Die sind da. Stift und Zettel gibt's gratis. Die Riegel sind meine. Ja, und ansonsten großer Fernseher. Alle Programme funktionieren. Da könnt ihr euch das Schiff nochmal anschauen. Da könnt ihr Ausflüge buchen, anschauen. Ich habe das Eis gegessen beim Fuego. Jetzt ruft er die Oma an hier. Das ist eine Softeis da, wo wir... So, da habe ich meinen Hut liegen. Hier sind auch mal Ablagen für Flaschen. Hier kostet die Flasche, glaube ich, 2,50. Aber wenn Essenszeiten sind und die sind, ich sag mal, 20 Stunden so ungefähr, ne, mit dem Augenzwinkern jetzt, dann muss ich sagen, dass man das nicht unbedingt braucht. Ne? Dann geht man ins Restaurant und holt sich sein Getränk. Das kann man ja da an den Zapfstationen holen und fertig. Ihr geht zur Oma, ja, geht zur Oma. Gummibärchen gibt es übrigens aus dem Automaten für 90 Cent. Wir hatten jetzt nichts zum Naschen dabei. Und da haben sich die Kinder das aus dem Automaten rausgelassen. Und ich finde auch 90 Cent ist absolut in Ordnung. Hier könnt ihr auch nochmal eure Geräte aufladen, wenn ihr noch was braucht. Den 5-fach-USB-Hub, den hatte ich mir ja mal gekauft für die letzte Kreuzfahrt, glaube ich. Und sowas ist immer mega praktisch. Aber ihr habt auch von Seiten AIDA hier noch 2 Stück da und auch noch Steckdosen. Also man braucht ja immer, ne, Fotoapparate aufladen und. Das Übliche wie Föhn und so dürfte hier drin sein. Das ist unsere Fußballluftpumpe. Fußball haben wir auch meistens dabei. Und da steckt der Föhn. Ja, schöner Teppich hier, alles nagelneu, sozusagen ein paar Monate alt. Da haben noch nicht viele Leute hier geschlafen, würde ich mal sagen. Aber ich denke, da werden wir heute richtig gut drin schlafen. Hier nochmal ein paar Infos zur Maximalbelastung von dem oberen Bett. Finde ich aber sehr schön, dass hier auch noch was davor ist, weil, ne, sonst ist da auch dann die Gefahr groß, dass man rausfällt. Aber alles berücksichtigt. Schöne kleine Leiter hier und wir schlafen halt dann daneben. Ausreichend Platz. Wir sind ja sowieso kaum auf der Kabine, ne? Mal zum Ausruhen, ein bisschen nach dem Essen oder so. Hier ist auch noch eine Box Taschentücher, die man bekommt. Ja, und welches Restaurant wir heute besucht haben? Am ersten Abend war das Fuego und das schmeckt so lecker. Dazu werde ich noch ein extra Video machen, weil es uns da so gut geschmeckt hat. Und da habe ich einiges noch dazu zu sagen. Also abonniert gerne meinen Kanal, dann könnt ihr da dranbleiben und dann erzähle ich euch, wie das da geschmeckt hat und warum gerade das Restaurant uns jetzt so umgehauen hat. Wir wissen nicht, wie die anderen sind. Kann durchaus sein, dass die besser sind oder vielleicht auch nicht ganz so gut. Wird sich rausstellen. Werden wir auch noch testen, ein paar. Ja, und dann gucken wir mal. Hier geht die Tür übrigens so auf, ne? Von oben nach unten den Hebel. Und dann feste ziehen. Bei manchen, hier ist die Kindersicherung oben, da müsst ihr mal gucken, manchmal geht das nicht auf, dann ist die Kindersicherung drin. Aber normalerweise geht das so zu öffnen und wir haben hier 2 Liegestühle draußen. Wir sind ja auf Deck 15, Kabine 15.108 und da habt ihr noch eine Hängematte hier hinten, die haben wir heute schon aufgemacht. Mein Sohn ist direkt drin eingeschlafen, also die spannt ihr einfach nur so einen Karabinerhaken dran von der Seite zu der Seite und hängt das dann ganz einfach hier ein. Der kleine Tisch ist hier noch und ein kleiner Hocker. Ihr könnt euch das natürlich stellen, wie immer ihr müsst. Und ich liebe es, auf dem Balkon zu sitzen und dann aufs Meer zu schauen, egal wo wir gerade sind. Hier kommen im Viertelstundentakt die Flieger. Vielleicht sieht man es. Da fliegt einer, da fliegt einer. Am Tag werden 40.000 Passagiere nach Mallorca geflogen. Es ist einfach unfassbar, die Zahl. Das geht wirklich im Akkord hier, aber ich schaue das so gern an und ich werde, ja, es langweilt mich einfach nicht. Es
sind hier in Palma de Mallorca im Hafen und jetzt haben auch die letzten Passagiere eingecheckt. Es dürfte jetzt fast 8 Uhr sein, 8. Juni 2019. Wir sind ja auf Deck 15 und hier kann ich runter gucken auf einen öffentlichen Liegebereich und der ist auch heute nicht überfüllt gewesen oder ausgebucht gewesen oder. Auch im Fuego waren wir zum Abendessen. Wir haben einen Fensterplatz für 6 bekommen. Vierertische gibt es da ganz, ganz viele. Ihr müsst da keine Angst haben. Bei MSC war es wirklich so, sobald die Essenszeit ran war, habt ihr da einfach keinen Platz bekommen. Also das war wirklich, wir kannten das aber nicht anders. Deswegen wussten wir schon, wir müssen immer zeitig da sein. Und hier ist es einfach nicht so. Und das Essen, also davon mal ganz abgesehen, wir wissen nicht, wie die das machen bei AIDA, dass alles schmeckt. Es schmeckt einfach alles sehr, sehr gut. Ob das Mousse au Chocolat ist oder die Früchte sind auf dem Punkt, die Ananas, die Birne, es ist auf dem Punkt auf eurem Teller. Und sogar Maracuja habe ich heute probiert, hat fantastisch geschmeckt. Ich glaube, das war die einzige und erste Maracuja, die ich überhaupt probiert habe. Ja, jetzt werden hier unten auch langsam die Leinen losgemacht. 22 Uhr legen wir ab und haben dann morgen einen Seetag, bevor wir dann am 10. Juni in Rom landen. In Rom haben wir dann einen Tagesausflug gebucht mit AIDA, weil wir sicher gehen wollen, dass wir auch rechtzeitig wieder zurück am Schiff sind, weil nichts ist schlimmer, ihr verpasst dann euer Schiff oder das Schiff fährt ohne euch wieder. Guten Morgen. Heute ist, oh Gott, was ist denn heute? Sonntag, der 9. Danke. Oben schläft auch noch ein. 9.6. Timmy schläft noch. Ich guck mal raus, okay. Oh, wir haben alle geschlafen bis 7:30 von 11. Ich muss mich mal abkühlen. Oh, herrlich. Wetter ist traumhaft. Es ist schön warm. Was mir aufgefallen ist. Was? Ja, warte mal. Ich habe super geschlafen. Das Schiff fährt so ruhig, das ist unfassbar. Und mir ist aufgefallen, dass das Schiff fast gar nicht wackelt. Bei der MSC ist es ja so, dass du so ein leichtes Brummen, Vibrieren im Bett hast. Was hast du hier dran? Man hört nicht viel. Wir haben sogar bei offener Tür geschlafen, weil das so schön ist mit dem Wellenrauschen. Oh, ich habe herrlich geschlafen. Der Tamino hat ein bisschen Halsschmerzen. Das kann irgendeine Klimaanlage gewesen sein. Ich sag ja, in dem einen Restaurant gestern in Fuego war es sehr kalt. Und natürlich auch im Flugzeug und im Bus. So, wir haben heute Seetag. Das heißt, wir haben heute den ganzen Tag Zeit, das Schiff zu erkunden. Und ich bin ausgeschlafen. Boah, das ist so ein schönes Gefühl. Hier unten hat es die Zeitung runtergeweht. Ja, wunderschönes Wetter. Es ist ganz mild draußen. Ich bin hier nur im Schlafanzug. Und das ist immer das Schönste, wenn man früh aufwacht und man macht die Tür richtig weit auf und guckt dann raus. Das ist herrlich. Und jetzt überlegen wir noch, ob wir ins Time Machine gehen. Das ist so ein Restaurant, wo du über 2,5 Stunden verschiedene Gänge isst. Und nebenbei wird dir eine Show geboten und das soll richtig toll sein. Und das überlegen wir gerade, ob wir das mit den Kindern und allen einfach buchen. Genau. Ich weiß, es ist kalt draußen. Die Füße. Oh wow. Zur anderen Seite. Oh ja, ich liebe es. Oh, da unten liegen schon welche. Guck mal, da liegt schon jemand. Oh, ist das schön. Das ist mein Urlaub. Glücklich bin ich, glücklich, glücklich, wieder auf der See zu sein. Jetzt schauen wir erstmal, ich krieg langsam Hunger und brauche erstmal einen Kaffee.